Recht herzlich willkommen zur 112. Folge von Grand Age Medieval. Ja, hier sind wir gerade am Verlieren, wie man sieht. Die letzten Einheiten sind jetzt gleich auch noch ausgelöscht. Dann haben die Bären gewonnen. Da sind wir richtig schlecht unterwegs. Das war's. Gut, wir müssen aber weiter gucken, dass wir jetzt nochmal die Handelsrouten uns angucken. Und wir sollten das vielleicht mal über einen anderen Bildschirm machen, beziehungsweise hier mal die Handelsrouten einblenden. Wir nehmen den Krbejim, oder wie der auch immer heißen mag. So, der verbindet diese Städte hier, die vier. Wir können jetzt hier mal durchblättern und gucken, wie die anderen Verbindungen sind. Nächste Handelsroute. Also, der eine war hier, der andere ist hier. Gucken wir weiter. Hier unten ist auch. Also, da war das. Und da ist es. Nächste Route bitte. So, die vier Städte waren schon verbunden. Jetzt haben wir hier noch welche, die da sind. Das heißt, wir können diese Route minimal abändern, indem wir hier von Craiova das wegnehmen, weil da muss der gar nicht hin. Jetzt macht er natürlich wieder genau das, was wir nicht wollten. Er startet nämlich in Craiova, ne? Statt hinzufügen. So, jetzt haben wir das. Die vier sind verbunden. Lass das nochmal wegnehmen. Da. Rüber nach da. Dort. Und ruhig nach da. Und auch den Weg wieder zurückgehen. So sind diese Städte verbunden. Und wir machen den Handel auch über den gelben. Und hier hatten wir eine Verbindung, die nach Süden ging, ne? Kriegen wir bestimmt hier nochmal zu gucken. Ja, wir wurden geplündert, genau. Warte mal. Das war es nicht. Das ist hier. Ja. Hier, das ist top. Die Verbindung steht schon. Hier ist doppelt gemoppelt eigentlich, ne? Hier müssten wir das wegnehmen. Ist die Route deaktiviert. Müssten wir mal gerade die Route nochmal behandeln. So. So, genau. Das würde, denke ich mal, gehen. Und wir nehmen noch diese Stadt dazu. So, dann sollte das funktionieren. Lass den mal laufen. Machen wir die andere Route natürlich jetzt. Es könnte sein, dass wir die gar nicht, ja, genommen haben, ne? Nochmal hier. Da. Und dort. So, jetzt habe ich doch mal diese Auswahl. So, der läuft da lang, das ist gut. Da unten ist auch geklärt, er läuft da oben quer, das ist gut. So, er hat hier Ziele, die das geht nicht schlecht sind, ne? So. Da brauchen wir nicht hin, aber hier müssten wir hin. Okay, da ist jetzt das Falsche. Müssen wir von da nach da ziehen. Von dort nach dort. Und da wieder zurück. Aber wir haben keine Verbindung nach da. Das bedeutet da nochmal hin. Aber darüber. Mal nochmal weg. Den auch nochmal weg. So, so. So, 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 so. Passt. Aber ich glaube, die Stadt war nicht verbunden, ne? Also die nochmal weg. Constanta ist noch da oben verbunden. Also da, da, dort, 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 dort. Ich glaube, jetzt passt's. So, nochmal da rein in die Handelsrouten. Komischerweise, wenn ich da klicke, kann ich hier durch die Dingens durchgehen, sonst nicht. Also Craiova ist verbunden. Da oben ist verbunden. Hier ist schlecht. Das ist unmöglich. Okay, da müssen wir die Handelsroute ändern. Und das wäre jetzt noch hier lang zu laufen.
Und geh mal nach da. Da zurück. Dort zurück. So, passt's. Dann ist die Stadt auch noch angeschlossen und wir machen da eine Verbindung hin. Jetzt ist das wieder nicht mehr ausgewählt. Wieder hier. Der Handel passt. Der Handel ist auch gut. Der Handel ist gut. Und der Handel... Ja. Hier ist ein bisschen viel, ne? Ich glaube, hier oben, das können wir wegnehmen. Ah, nee. Nix mit Freude. Wir wollen deine Route ändern. So, das passt. Konstanter brauchen wir auch nicht. So, da sind wir schon, glaube ich, richtig. So, das können wir mal so lassen, ne? Genau, so ist es, glaube ich, gut. Dann haben wir Verbindung nach hier unten. So, jetzt ist das wieder weg. Jetzt gucken wir wieder hier rüber. So, das Fenster schließen. So, die vier Städte haben Verbindung. Die vier Städte, Izmir hat auch Verbindung. Aleppo ist außen vor. Da ist Verbindung. Jetzt fehlt irgendwas. Wir haben nur noch drei Handelsrouten. Super, oder? Weil wir freie Händler ohne Ende haben, ne? Okay, die müssen wir aktivieren. Warum läuft der nicht? Weil hier irgendwo ein Haken zu setzen ist, oder was? Nee. Route Plan. Wo ist denn der jetzt? Oh, das kann doch jetzt nicht sein, Krasimir. Wo bist du? Und das ist jetzt auch der Krasimir, naja. Was mit dem jetzt? Wo hat der seine Route da? Planungsmodus verlassen, ist richtig. Route aktivieren, da ist es. Alles klar. Jetzt haben wir es gefunden, ne? Stadt verloren. Das ist schlecht. Die Route läuft, ne? So, jetzt müssen wir hier noch weiter gucken, dass wir welche finden. Er hat keine Route, ne? Krasimir ist aber unser Mann. Kann er nicht, weil keine Verbindung da ist. Alles klar. Hier hatten wir aber schon eine Verbindung. Da gibt es keine Verbindung. Dann lass uns hier oben noch eine Route machen. Ja. So. Laufen und Route machen. Aktiviert. Er ist beschäftigt. Das ist auch eine Verbindung, das auch. Ja. Nächster Händler. Wir haben Händler ohne Ende. Kann man dann hier Aleppo hier hinten? Nee, warte. Den, da, na da. Das geht nicht, ne? Nee. Das funktioniert also nicht. So, dann haben die das. Ich glaube, wir können unsere Händler mal... Hat er jetzt eine Route oder nicht? Er hat keine, oder? Modus verlassen. Das ist unmöglich. Irgendwie läuft es gerade schief mit den Routen. Mach weg.
Der ist der falsche. Abbrechen. Der hat eine Route. Entfernen. Die können wir da aktivieren, alles klar. Hm. Route aktiviert. Dann laufen nur drei. Okay. Die Routen laufen alle, ne? Jetzt haben wir noch drei Leute. Der ist da, ne? Route ist so, okay. Die können wir dann auch aktivieren, ne? Dann haben wir nur zwei. Der hat jetzt keine Aktivierung. So, so. So machen wir das. Fertig. Route aktiviert. Der läuft auch. Jetzt haben wir noch einen. Und der ist da. Und der läuft so. Das ist die doppelte, ne? Aber wir können so laufen, ne? Split. Passt. Läuft. Laufen lassen. So, jetzt sind alle Händler unterwegs. Und ein bisschen unterschiedlich, glaube ich. Gut, jetzt sind wir bei 23.000 Mieser, die jetzt langsam plus werden. Ne? Haben wir eine Möglichkeit, hier in Izmir noch Truppen auszuheben jetzt? Wahrscheinlich nicht. Was fehlt? Hier, Kohle. Kosten. Gut, das bedeutet, wir müssen erstmal schauen, dass die Händler Geld verdienen. Ist die Frage, ob sie das überhaupt können. Zurzeit sind sie mit 10.000 in den Miesen. 5.000. Jetzt war gerade mal kurz weiß zu sehen, meine ich, ne? 11.000. Oh, 53.000. Das ist viel Minus. Ich glaube, wir kriegen es gerade nicht ins Plus, ne? Oh, 36.000. Da gibt's Händler, die viel Geld machen, aber zu selten, ne? Oh, das war viel Plus. 19, 18. Okay, jetzt gibt's gleich eine Monatsabrechnung wahrscheinlich und dann ist es wieder ganz rot. Aber ein bisschen besser läuft's ja gerade wohl, ne? Mit unseren Händlern. Sieht auf jeden Fall so aus. Wir sind jetzt schon längere Zeit nicht im Minus und müssen gucken, dass Plus macht. 50.000 Plus, wow. Okay. Ja, gut, dann würde ich aber sagen, warten wir das ein klein bisschen ab hier und schauen der Sache in Ruhe zu im Endeffekt, bis das richtig plus ist, obwohl eine Einheit könnte man jetzt gerade bauen, ne? Wäre vielleicht sinnig, das zu machen hier unten, damit wir ein paar Sachen einsammeln können. Gehen sogar zwei, dann lass uns zwei machen, obwohl dann haben sie wieder kein Geld zum Handeln. Okay, ist halt so, haben wir Pech gehabt. Ja, die kriegen das gleich schon hin, da 210 plus, hat man gesehen, ne? Das wird schon gleich noch werden. Die Händler kommen ja auch irgendwo an, um das wieder zu verkaufen, ne? Ja, machen wir ein bisschen was, so, 3,8. 2er, leicht minus, 6er plus. 7. Ja, wird schon werden. 8, 14, ja, 18, super. Ja, also
Das wird besser werden. Wir werden hier eine Einheit kriegen. Das kostet uns zwar ein bisschen Unterhalt dann noch. Da müssen wir gucken, dass wir das hinkriegen. Aber damit gehen wir mir auf Tour und hoffen, dass wir da mal so ein paar Sachen einsammeln. Hier gibt es ja noch einen Warenhaufen zum Beispiel und da oben waren noch mehrere. Die sollten wir einsammeln, damit wir genug Geld haben. Müssen nur aufpassen, dass wir nicht noch irgendwann angegriffen werden, dass die sich hier noch ausweiten, ne? Wahrscheinlich hier, aber hier gibt es auch genug Haufen, die wir noch sammeln müssen. Gut, okay. Dann würde ich aber sagen, soll es erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.